Dankeschön. Nur für dich, mein Schätzelein. Aua. Oh, Kika wird eingerenkt. Und Anakshan. Ausdauer. Nee, brauche ich nicht. Also ich möchte auf jeden Fall noch auf Route 13 ein Vieh fangen. Dann sind wir, bin ich für heute durch. Quasi. Ja. Und die Arena machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Ja. Also irgendwann fange ich wieder zu leben an. Route 15, okay. Nee, ich muss ja Route 14 Pixie. Noch ein Pokémon fangen. Ein Pixie? Oh, scheiß drauf. Biker Darius, Alter. Der Darius, der kennt ihn nicht. Jetzt will er Blut sehen. Blizzard. Warum heißt sie? Vielleicht kommt noch Biker Garen. Es fehlt nur noch einer hier, der hier so Biker Max heißen müsste. Maxi, wenn dann. Ja, oder ja, mach's auch. Das wäre dann der Pater. Don Capitano. Und dann muss er einfach, dann muss er wirklich sagen. Nimmt sich nicht gegen Spandau. Hör auf zu flennen! Okay. Bei einem Mann! Bei einem Mann! Stoffler doch nicht zu schreien. Ich muss durchkommen, ich muss durchbrechen. Komm ich hier durch? Ich komm hier den durch. Schuss sollte ausreichen, nehmen wir. Nur noch gute. Ah! Geh weg! Route 13? 12? 13 übersprungen? Oh Leute, ich hab die 13. Ja, okay. War ein bisschen zu forsch unterwegs. Route 13 musste jetzt nicht unbedingt so ein gutes Pokémon fangen. Was hast denn du da gefangen? Knocker. Das muss ich ja übertrumpfen. Irgendwie. Jetzt kommt's. Schlurp. Oh ja, Schlurp, nämlich wenn es dann Shiny Schlurp ist, instant. Ohne Wenn und Aber. Schluppuck. Und dann direkt mit Signature Move Schlecker. Giftdorn. Ah, der ist mir ein Dorn im Auge gewesen. Okay. Normal wird dagegen. Nimm mal Nebenschuss, das würde klappen. Kaito entfacht einen Sandsturm, höre ich gerne. Und das Gegner. Komm ran. Voll das Mikro angespannt. So, und damit Gerald, ist dieses Gebietes Tornupto. Da sollte ein Aquawelle ausreichen. Habe ich sofort gewusst, wie die Attacke heißt. Okay, na? Es hat scheinbar eine höhere Verteidigung, als man meinen möchte. Ja. So, Steinhagel! Trifft dich. Verdammt! Noch daneben, Alter. Bunkensprung. Dabei springt's gar nicht. Voll die Verarsche. Ich stell mal vor, die Pokémon würden ihre Attacken aufsagen, so wie bei Digimon. Müssten die Pokémon allerdings reden können, das kann nur Pikachu. Na. Pika, Pika! Ja? Fick dich! Pika, Pika! Genauso wie hier so. Wie gesagt, wie bei dir gemacht, aber kleiner Donnerschlag! Und man das einfach nur in die Pokémon-Welt übertragen. Ohne Scheiß. Mir fällt nicht eine einzigste Digimon-Attacke gerade ein. Luftschuss! Also, nee, nicht einer. Ich weiß noch, wie das geilste Digimon heißt. Glaub ich. Glaubst du oder wissen? Beginnt mit A.
Ja, und es hatte Tra im Namen. Tra? Tra. Also, Ende, es beginnt mit A und endete mit Tramon. Ach du Heiliger. Scheiße, nee, ich muss doch googeln. Nee, Azulungmon, ich hab's doch. Ich vergesse meine Lieblingssachen nicht. Okay, drei. Drei meiner Pokémon sind entweder vergiftet, paralysiert und paralysiert. Ach, super, das trifft gar nicht auf deine Pokémon. Nee, überhaupt nicht. Weil ich gerade mit meinem Luftschwurmuster richtig übersteuert haben. Das wird man so in der Aufnahme hören. Oh, wieso trifft denn Blizzard nicht? Was ist denn das für eine Scheiße? Na, du musst die Attacke immer aufsagen, dann trifft es. So wie ich zum Beispiel. Aquaknarre! Okay, ich habe aber keine AP mehr. Das ist echt blöd. Jetzt trifft... Alter, willst du mich verarschen? Jetzt geht hier alles daneben. Ist das ein Ernst, Dickdri? Ist das ein Ernst? Ein HP left? Achso, ich dachte, ist das ein R, Dickdri? Ist ein männliches Dickdri. Naja, gut, das ist ein Weibchen, aber passt nichts, Dickdri. Vielleicht kommt's aus Thailand. T-Highland? T-Highland. Ja, hier in T-Highland. Oh. Uiuiui, komm. Rusty! Komm, Lehmschuss! Nee, trifft nicht. Lehmschuss! Funkensprung! Oder? Das Flamme ist gerade schon minimal ein Problem. Jetzt trifft's endlich. Yuppie du, Schweinebacke. Sieht aber auch nicht gut aus. Oh mein Gott, so kann der Kampf bitte vorbeigehen? Ich möchte doch nur ein Pokémon fangen. Danke, Picknicker. Weg, 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 weg. Ich hab keinen Trank mehr. Ich hätte gedacht, dass die Kämpfe immer noch so unheimlich schwierig sein könnten. So. Möchtest du zerschneiden? Ich bitte darum. Und Moment, wie viel HP hat noch? Alter, die Attacken, wieso gehen denn die alle nur daneben? Was ist denn los hier? So, was? Ja. Was ist passiert? Und geht schon wieder daneben, Scheiße, Alter. Was ist passiert? Und wo haben wir... Gut. Dann gucken wir mal, Route 13. Random Luck. Du hast einen Knocker, ich bekomme einen. Es hätte schlechter ausfallen können. Es hätte wirklich schlechter ausfallen können. Was ist jetzt ein Knocker? Ein Kleinstein. Oh, Kleinstein ist aber gut. Deswegen ja, es hätte schlechter ausfallen können. Also das Kleinstein, da hätte ich mich mehr gesehen als auf einen Knocker. Deswegen ja, hätte schlechter ausfallen können. Obwohl, nee, Kleinstein kannst du nicht so auf Georock verwandeln, das musst du tauschen. Eben. Nee, doch, wir haben es ja eingestellt. Das ist für Georock, ja, aber nicht für Geowatz. Wir haben es so eingestellt, dass es sich nochmal zu Geowatz entwickeln kann, oder nicht? Nein, nicht? Haben wir nicht. Warum nicht? Wenn nicht. Keine Ahnung. Hey, das erste Pokémon, was ich in dieser Region fangen konnte und auch einen Pokédex eintragen lassen konnte. Hey. Alter, war das ein schrecklicher Kampf hier. Oh, wie viel kommen denn da nur noch? Oh, was wollt ihr hier so. Von mir? Gut. Ab jetzt heißt es nur noch eins. Zurück. In die Stadt. Ich muss da erstmal hinkommen. 105... Moment, ne. Immer noch 87, verbrannt, okay. Alter. Ja, das ist schwierig. Okay, das ist schon mal gut. Ne, ich kann mit Sturmkasse nicht weiterkämpfen. Keifel, ich hab keine Ahnung, was Keifel ist, aber ich wechsle mal aus. Keifel? Nimm mal Keifel ist hier die Weiterentwicklung von. Die Schnäppke. Ich wollte schon. Warum Schnäppke? Nein! Quiekel. Ach, das Vieh. Okay. Ja, ein Flammenwurf, das sollte es auch weg sein. Gucken.
Nur 33. Gut überlebt. Dann würde ich sagen, kämpfe ich jetzt so lange wie Kaputops verbrannt ist mit Klurok weiter. Ich finde schön, dass du erstmal die längere Route genommen hast und quasi 2 Stunden diese Aufnahme eigentlich nur diese Route beschreitest. Ist gut so, ungefähr ist bei mir sowieso immer. Ja, bei mir einfach so, ja, ich geh einfach die, halt nur den Fahrradweg, bekämpft die Trainer, fertig. Und du, ja, gehen wir mal die lange Route, machen da die Trainer. Ich bin gelaufen zum nächsten Relaxo, wo ich wusste, wo eines liegt. Ja, das nächste Relaxo, ja. Das war ja quasi das nächste Relaxo. Ja, nimm doch das nächste Mal, das ist Prismania, Safety. Ach, braucht man nicht. Der Weg nach Prismania, ist zu weit. Ja, ich werde jetzt einfach mal was Provokantes machen. Ich stelle mich einfach vor die Safari-Zone und warte da auf dich. Schöne Wetter. Das machst du irgendwie fast jede Folge. Ja. So, hier bleibe ich jetzt provokant stehen. Was gucke ich mir noch ein paar andere Pokémon an. Also wir haben die Chance, hier einen Kangama zu fangen. Na, Lapras eher weniger. Na, Elektrobar auch nicht, aber so ein Scheinera wäre auch ein nice Team. Ja, wobei das ist nur ein Tank. Der hielt sich nur. Ja, Tank haben oder nicht haben. Mit Erfahrung. Ja, wenn du besiegst. Ja, gut, das kommt. Das stimmt. Also im Team würde ich einen Scheinera jetzt ungern haben wollen. Also, das Schlimmste, was einem passieren kann in der Safari-Zone ist, dass ein Shiny-Pokémon kommt. Das ist das Schlimmste, was eigentlich in der Safari passieren kann. Könntest das Glück haben, es zu fangen? Ja, mit einer... kommt es immer drauf an, welches Pokémon vor dir steht. Wenn zum Beispiel so ein Shiny Sichlo ist, wird es schwierig. Könntest du auch vielleicht das Glück haben, es zu fangen? Die Wahrscheinlichkeit ist höher, als wenn du ein Shiny Abra bekommst. Ja, gut. Aber die Wahrscheinlichkeit ist genauso hoch, dass es wie bei Abra agiert. Versuch es zu fangen und bei der ersten Möglichkeit flieht es. Nee, ich würde sagen, Abra ist schon schwieriger. Weil Abra flieht fast immer. Da würde ich jetzt nicht so sagen. Abra fliegt wirklich fast immer. Ja, wenn du einen Hyperball wirfst, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering. Wenn du einen Masterball wirfst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch. Naja, kann doch einfach einen Meisterball hinschmeißen. Ja. Ich muss einmal kurz machen. Muss mal meinen Wecker stellen. Okay, ich kann mir endlich ein Pokémon fangen hier. Nein. Was hattest du jetzt auf Route 14? Route 14? Mantax. Mantax. Mal schauen, was ich bekomme. Ja, so lange warte ich. Kann ja schon mal abspeichern. Kann ja nichts passieren. Willst du das Mantax haben? Kommt auf an, was hast du als Gegner? Ein Mashok. Ich glaube. Ist deine Entscheidung, ob ich das Mashok besiege oder nicht? Spiel. Fang das Mashok mal lieber. Okay. Weißt du, was gerade war? Ja, du hast das Spiel fast abstürzen lassen. Ja, das hat sie nämlich so gerade angehört. Speicher nochmal ab. Mal schauen, Alter. Wenn das Mashok diesen Angriff über. Okay, das zieht ja kaum was ab. Spiel. Don't do it again. Don't do it. Look. Game. Look at me. I'm sick. Oh, wie nenne ich das Mashok dann? Keine Ahnung. Speichern. Ui. Okay, ich fürchte, es gibt dann doch vielleicht kleine Probleme. Und die werden? Ich habe das Mashok besiegt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass die mit Hellglaue es besiegen würde. Ich habe eigentlich gehofft, dass in den roten Bereich sitzen bleibt. Ich wollte es eigentlich schon Sina nennen. Azinga! And its name is John Cena! Du.
So, dann nehme ich... Hier geht's dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Stadt, ne? Oder 15. Wenn die Route nur noch nach links geht, ja, Route. Okay. Ja. Dann kann ich hier erstmal meine Pokémon heilen. Dann würde ich sagen, fange ich mir jetzt noch auf Route 15 ein, oder versuche jedenfalls mir auf Route 15 ein Pokémon zu fangen. Ja. Dann können wir den Part beenden. Jupido. So lange versuche ich mal hier alleinunterhaltermäßig die Leute zu entertainen. Du kannst sagen, ein Pokémon ein bisschen trainieren. Sag mal, Pokémon von dem bist du denn des Wahnsinns? wobei, doch, können wir machen. Wer kann zuerst abschnippeln? Guck mal. Doch, Impagator, die brauche ich ja gar nicht im Team. Kannst du sofort sterben lassen. Ich nehme mal an, mein Nido brauche ich auch nicht im Team. Oh, don't do it. So, don't. Was bekomme ich hier? Was hast du, Route 15? Pikachu. Ein Pikachu! Hast du nicht... Du hast doch irgendwo auch dein Dings gefangen. Ja, aber das war aber Route 17. Route 17? Okay. Bist du Route 17, Mann? Wieso bist du jetzt so leiser? Sorry, bin böse Mal weg vom Mikro. Warte, ja, willst du deinen Pikachu haben? Was hast du im Team? Lasho King. Ah, das ist natürlich wieder blöd. Ja, fang es mal. Okay, das sollte jetzt. Metallklaue ist nicht sehr effektiv gegen Lasho King, deswegen sollte hier die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass ich es mir fangen kann. Hoffentlich kill ich es nicht schon wieder. Ah, der kann aber Aquaknarre, das ist auch nicht so toll. Oh ja! So. Und dreimal abgespeichert. Da kommen wir zu schön war. Machen wir nochmal das vierte Mal rein. Okay, Aussetzer ging daneben zum Glück. Gut, Aussetzer. Ja, war ja doch. Wäre blöd. Der hätte mich schon gestunken. Oh. Ja gut, dann fange ich mir jetzt das Lasche. Und wie nenne ich denn das schon wieder? Jo. Wie hieß die Freundin von Hentai? Oh, du stellst Fragen. warte, ich guck mal nach. Oder wie hieß die Schwester von Lizzie? Ach so, Sarah. Ich habe beide nur einmal gesehen, deswegen konnte ich... wobei die Freundin von Hentai habe ich mehrmals gesehen. Aber beide nicht so oft, deswegen konnte ich mir die Namen nicht so gut merken. Das braucht erstmal ein paar Jahre. Lizzie Schwester, ja, die ist so... Höchstens dann nur beim Japan-Tag werden. Ja, einmal. Einmal, genau. Und ich glaube, die Freundin hieß Denise. Und das ist jetzt auch aus der JLD-Gruppe raus. Was? Ja, das hab ich nicht gemerkt, obwohl ich 2 Wochen weg war. Vielleicht auch 3 Wochen, keine Ahnung, wie das ist. Ach so, es hat die Möglichkeit zwischen Seo und Sarah. Ach ja, Seo. Und, lol. Okay, ich bin nur einmal kurz im WhatsApp drinne. Was ist? Terry, schreib mich an. Terry? Habe ich schon eine Terry im Team? Ja, müsste ich. Hallo. Ich nenne sie Seo. Seo. Z-E-Y-O, oder? Genau. Mann, bin ich gut. Ah, Mann! Ich treib auch gerade so wie so ein Zweijähriger gerade. Also wie immer. Genau. So, dann schaue ich jetzt, ob ich noch auf Route 17 hoch kann, ohne einen Trainer anzudocken. Und dann kann ich mir da auch noch ein Pokémon fangen. Ja, hört sich doch mal noch einen Plan an. Gehe ich vorher noch ins Pokémon Center und hol mir noch neue Pokébälle.
Mach mal. Und was ist jetzt mit Route 16? Ne, Moment, Route 17, wenn. Weil Route 16 ist ja die, wo das andere Relaxo ist. Also da haben wir schon ein Pokémon gefangen. Jo. Okay. Zumindest ich. Ich weiß nicht, ob du schon eins gefangen hast. Boah. Wo ist denn hier jetzt ein Laden? Das ist Route 19. Okay, hier fangen wir noch nichts. Ja, das ist ein toller Pokémon so. Okay, hier ist der Laden. Dann gibt es neue Tränke und neue Bälle. Hyperbälle, Hyperball ist besser als Superball. Nee, ist eigentlich schlechter. Echt jetzt? Nein, Junge! Was weiß ich denn? Nee, also der Hyperball ist schlechter als der Superball und der Superball ist schlechter als der Pokéball. Also kennst du doch die Reihenfolge, Junge. Ja, ja, natürlich. Haben wir uns noch 14 Tränke, das sollte ausreichen. Und dann das Pokémon, was ich wegen deinem Gag Arbor ins Team nehmen muss. Wahrscheinlich. Ja, die Schelle muss drin sein. Muss ich jetzt nur noch den Ausgang zu der Route finden. Ich nehme mal an, sie sollte westlich sein, ne? Genau, westlich. Hast du dein Fahrrad schon? Wie komm ich? Nee, glaub nicht, keine Ahnung. Guck mal. Wobei, ob du das Fahrrad da siehst, wenn der Wächter dich durchlässt. So, ich hab's geschafft. Gott, hier ist Route 18. What? Alter, du gehst schon südlich. Hä? Nein. Doch, ne, Moment mal, hä? Warte. Ach so, Route 18 war ich auch noch nicht. Okay. Stimmt, das ist ja, ne, hast alles richtig gemacht, okay. Alles gut. Pardon. Du benötigst ein Fahrrad, um den Radweg zu nutzen. Also heißt das, du hast ein Pokémon auf den Radweg gefangen? Ja. Ja, scheiße. Wo bekommt man das Fahrrad her? In Azuria. Wo ist das? Da darfst du zweimal raten. Orania, Safronia, Azuria. Das ist ja schon ein Stück weg, würde ich sagen. Ich guck mal erstmal auf. Wo bekommt man VM Fliegen und wann kann man sie benutzen? Auf Route 16, wenn du deinen Breiter Schneider einsetzt. Jetzt darfst du raten, wo war Route 16? Route 16 war hier oben. Mhm. Wenn man zur Schneider einsetzt. Oh mein Gott. Oh, ich hab VM Fliegen. Super, wann kann man VM Fliegen verwenden? Ja gut, dann also. Also, wie viele Orden benötigt man, um VM Fliegen zu verwenden? Müsstest du eigentlich schon den Ohren dafür haben. Echt? Hab ich zumindest. Teste doch mal bei dir, kannst du fliegen? Ich hab kein Pokémon, was Fliegen einsetzen kann. Blöd. Ja, diesmal bist du dran, oder? Wir machen einfach Schere, Stein, Papier. Nee, warte, ich suche gerade. Ich hab ein Pokédex. Ach ja. Okay, das ist jetzt natürlich sehr blöd. Ich habe mir immer noch vor, dieses Pokémon zu fangen. Und das dann als VM-Sklaven zu verwenden. Terry fragt mich gerade so, was spielen wir gerade? Ich so, Pokémon Blattgrün. Wie? Pokémon. Natürlich ist es Pokémon. Hätte ich mir eigentlich denken können. Ja, klar. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt den Part hier. Warte, ich bin gerade mit dem Match. Das ist so cool. Warte. Ein Pokémon muss ich noch killen. Ja, mach mal. Scheiße. Ich habe schon wieder mit Fraps aufgenommen. Das wollte ich ja sein lassen. Weil die Aufnahmen dann immer abhacken. Super. Ich hoffe mal, ich habe diesmal Glück gehabt, sonst. Wieso erinnerst du mich auch nicht daran?
Du darfst mit Preps aufnehmen. Ja, toll. Oh lol, ich könnte hier einen EP-Teiler bekommen, wenn ich 50 verschiedene Pokémon gefangen habe. Boah. Ja, was eine hohe Wahrscheinlichkeit ist. Weil wir auch immer... Ja, was ist heute los mit meiner Schreibtechnik? Ich sollte wirklich gleich ins Bett gehen. Also beenden wir dann jetzt oder machen wir weiter? Warte. Muss noch die Textbox überspringen, dann können wir den Part beenden. Jetzt können wir den Part beenden. Okay, setz mich hier schön versteckt in die Ecke, speicher ab. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns irgendwann beim nächsten Mal wieder, was dann keine Ahnung wann sein wird. Ja. Ja, und denkt dran, Leute, bewertet immer den Part. Und tüdelü. Hinterlasst ein Abo da und lasst immer kommentiert schön. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.